Wir wollen keinen Dreck oder Schmutz, sag Stopp am Freitag, am Sonntag. Wo bleibt Vertrauensschutz, sag Stopp zum DFS, sag den wir wollen es. Wir wollen kein Fluglärm, kein Dreckkern, wir wollen unser Leben zurück. Wenn wir uns nicht ausrechnen würden, eine Chance zu haben, dann wären wir nicht hier. Wir wollen hoffen, dass wir das schaffen. Ich bin auch dagegen hier, gegen diesen Fluglärm. Dass der Flughafen, wenn nur schon gemeint wird, dass er gebaut werden muss, dass er zumindest im angemessenen Rahmen bleiben muss. Kapazitätsbegrenzung für Schönefeld. Ein Flughafen, der auch einigermaßen human ist, wenn er schon an einem inhumanen Standort steht. Schauen Sie sich an, was unsere Kanzlerin gesagt hat. Aber was interessiert unsere Politiker heute, was sie gestern für Blödsinn geredet haben? Sie als Pastorentochter sollte sich doch mal um das Volk kümmern, nicht um die Banken, um Ackermann und die anderen Konzerne. Oh, lieber Bobby. Ihr könnt euch jetzt lösen. Die Friedrichshagener Bürgerinitiative gegen Fluglärm grüßt alle Bürger und Bürgerinnen, alle Initiativen aus Berlin. Wir hatten mit 1000 ungefähr gerechnet, um die Kette einmal um die 1000 Meter lange Strecke um das Kanzleramt herum vollführen zu können. Es sind über 6000 Gäste hierher gekommen. Über 24.000 Menschen bildeten eine Kette um den Müggelsee. Das war die größte Menschenkette um einen innerstädtischen See, die es je auf der Welt gab. Und deshalb sagen wir, der Müggelsee, der ist heute überall. 1000 blaue, geknotete Tücher an einem 1000 Meter langen Band stehen heute an diesem sonnigen Tag hier am Freitag für Erinnerung an die 1000 Zusagen, die Politiker den Menschen im Südosten Berlins gaben und die durch die deutsche Flugsicherung gebrochen wurde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Teilnehmer, wir haben heute interessante Redner hier und ich darf Ihnen jetzt schon unseren ersten ankündigen und dazu bitte ich zu mir auf der Bühne Ralf Müller vom Sprecherrat des FBI und FBI steht für Friedrichshagener Bürgerinitiative. Herzlich willkommen, Ralf Müller. Okay, hallo zusammen. Die Flughafenverantwortlichen agieren hinterhältig, weil ein genehmigter Flughafen für den Bedarf des Gesamtraumes Berlin-Brandenburg plötzlich ohne Genehmigung zum internationalen Drehkreuz werden soll. Weil ein in Tegel existierendes Nachtflugverbot den Anwohnern in Schönefeld verweigert wird. Weil nach über 13 Jahren Planung plötzlich neue Routen aus dem Hut gezaubert werden. Für all diese hinterhältigen Machenschaften haben die Bürger in Berlin und Brandenburg nur eine Antwort parat. Mit uns macht ihr das nicht, denn wir haben bedeutende Fürsprecher an unserer Seite. Unter anderem, und deswegen sind wir heute hier, unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel. Mit dieser prominenten Unterstützung an unserer Seite fordern wir von den Flughafenverantwortlichen die sofortige Umsetzung vertrauensbildender Maßnahmen. Erstens, die Flughafenverantwortlichen legen ein verbindliches Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr fest. Die Flughafenverantwortlichen erklären umgehend und verbindlich ihren Verzicht auf ein internationales Drehkreuz am Standort Schönefeld. Die Flughafenverantwortlichen akzeptieren wegen der falschen Standortwahl dauerhaft Einschränkungen bei der Bahnenauslastung und bei den Flugrouten. Sei es am Müggelsee, sei es am Wannsee, über Berlin oder über Brandenburg. Falls nicht, werden die Bürger von jetzt an diesen Flughafen in seine Schranken weisen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben natürlich jetzt auch noch einen Beitrag, der sozusagen einen schönen Gruß vom Marktplatz der Bölschestraße aus Friedrichshagen bringt. Wir haben hier unsere Lise und die begeistert ja jeden Montag zur Demo 5.000, 6.000 Mitbürger, die dort stehen, und du hast wunderbare Songs gemacht. Wir üben erstmal die Mitsingestelle. Frau Bundeskanzlerin, wir hätten gern gewusst, wie sollen wir denn hier atmen bei der Trönefelder Luft? Lassen Sie den Krach nicht zu. Genau, so geht's. Wir haben vorhin 6.000 gesagt. Wir haben nochmal eine wirklich fundierte Zahl eben bekommen. Über 8.000 Leute haben zum ersten Mal eine Menschenkette ums Kanzleramt gebildet. Aktuellen Text heute hier live bei der ersten Menschenkette hier am Kanzleramt. Und ihr könnt alle sagen, ihr habt mit Geschichte geschrieben, ihr wart dabei. Und ich sage auf Wiedersehen, bleibt schön gesund und wir sehen uns zur nächsten Demo. Wir haben alle ein Ziel und wir werden daran weiterarbeiten. Und wir schaffen es. Auf Wiedersehen. Wir gehen jetzt gleich in das Bundeskanzleramt. Der soll Frau Merkel daran erinnern, was sie halt für Worte gesprochen hat, dass sie die auch hält. Ganz bedeutend finde ich eben so ein Teddy. Dort steht, lass uns, ich kann nicht mehr schlafen. Oder ganz toll finde ich Müggelseewasser. 20.000 Unterschriften der Bürgerinitiative Friedrichshagen gegen Flugrouten über den Müggelsee. Wir haben noch was. Wir haben einen Brief der Friedrichshagener Bürgerinitiative. Wir haben noch eine Publikation, die letztendlich die Dinge des Gesundheitsschutzes zusammenfasst. Und ein Gutachten letztendlich auch zu ökologischen und zu gesundheitlichen Problemen. Die Bürgerinitiative ist zu dem Ergebnis gekommen, dass seit 1990 850 Millionen Euro investiert worden sind. Rechnet man das hoch, dann ist es ein Vielfaches der Investitionen des Flughafens BBI.